Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben, als wir in das Drecksloch da eingebunkert wurden. Das wurden wir hier gerade rausgeholt und ja, es scheint es erstmal so, als wenn wir dem Dicken hier mal folgen müssen. Hier gibt es ganz schön viele Löcher, wa? Oder Abend lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota! Die Treppe rauf! Okay. Jenes saliendo un prisionero. Abran la reja. Was sprach denn, du komischer Mann? Ich verstehe kein Wort. Okay, wir folgen den jetzt einfach mal. Gucken wir mal, wo der uns hinbringen will. Wer lacht da so scheiße? Oh, wir werden auch noch verfolgt. Und schwül. Willkommen in Panama. Hey, Gringo! Lo que hiciste a Gustavo. Was geht? Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Was meine Mutter? Hey Vargas, cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muéfense. Quietense, cabrones. Ich verstehe kein Wort hier, aber anscheinend mögen die Kollegen mich alle. Ja, das Publikum liebt mich. Genau das meinte ich. Die scheinen uns alle ziemlich zu mögen. Guck mal, wie sie geiern. Was? Na, hier rein oder was? Hey, hallo, Finger weg. A donde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment. Was hast du gesagt? Findest du früh genug raus. Okay. Er will mich eh nur vergewaltigen hier. Oh. Was geht da ab? Okay, ich glaube, wir gehen in die Folterkammer. Ja, hängen auch schon. Was, meine Mutter? Hey, hey. Bleib ruhig, ja? Hallo, sanft bitte. Ich bin eine kleine süße Prinzessin, ja? Na, gib den. Feste. Solange der mich nicht schlägt, ist alles gut. Gehen wir mal hier lang. Wohin bringst du mich eigentlich? Immer den Ratten hinterher. Ich hau ab. Versteck mich mal. Interessiert den gar nicht, den Dicken. Okay, hier ist nichts, aber hier sind auch keine Schätze. Ich meine, wir haben. Na, du willst mir nur den Finger in den Arsch stecken. Ich drehe mich extra um, Junge. Scheiße, ich kann mich nicht umdrehen. Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Ich würde gerne mit meinem Popo an der Wand laufen, aber es geht nicht. Das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Nach links. Ich gehe automatisch nach rechts. Besser ist. Ach so, das meinst du. Ja, wo rechts und links in der Schule dran kam, habe ich gefehlt. Dadurch. Wodurch? Hier durch? Nein. Dadurch. Hier durch? Okay, gehen wir mal hier durch. Na, jetzt fasst er mich schon wieder an. Ich mag das nicht. Nimm deine fettigen Griffe von mir weg. Guck mal, wie der am Schwitzen ist, der Typ. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Hä? Faselt er. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur. Ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sieh. Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr Können als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das
Das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Aber auch schon mal geil zu wissen, dass die unter einer Decke stecken. Der Brief. Por favor. Por favor was? Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Ah, war klar. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Leicht sarkastisch, der Dicke. Hey, hast du es mitgebracht? Brich dir nicht den Hals. Hab's da drüben versteckt und so, hier schauen wir uns jetzt natürlich auch mal wieder ein bisschen um nach Schätze und so, denn wir können uns ja jetzt hier quasi bewegen. Ups. So. Hier haben wir erstmal nichts so weit. Yep. Yep. Aber war ja klar, dass wir auch wieder klettern müssen. Yep. Oh, da geht's runter. Da möchte ich nicht Yep machen. Okay, gehen wir mal wieder hoch hier. Zack. Zack. Okay, ich denke mal, wir müssen dann jetzt hier runter. Aua. Aua. Da war Abgrund, ne? Okay. Hui. War schon knapp hier. So, hier hoch. Okay. Da ist ein Loch. Mit Leiter. Mit Leiter kommt man weiter. Gehen wir hier runter. Hallo? Da runter. Zack. Oh, ein Schatz. Schöne Sache. Dann haben wir den ersten Schatz. Schauen wir uns den mal an. Katzenanhänger aus Panama. Okay. Zack. So. Okay. Was haben wir hier Feines? Da ist was. Ah. Das Enterseil. Okay. Ein Enterseil. Haben wir hier noch irgendwo was? Nein. 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 Okay, was müssen wir machen? Können wir hier... Ah, guck mal, die Kiste. Ah, und da oben. Ah, guck mal, wir müssen die bestimmt da hinschieben. Hoppala. Los, fass an. So. Denn wir müssen ja da hoch. Ins höchste Gefängnis. Da ist was mit L3. Da ist die Zelle. Achso. Okay. Wie komme ich da hoch? Ja, hier, Nate, mit dem Enterhaken. Was geht? Und auf geht's. Und jeha! Das war doch easy. Zack. Haben wir hier noch was? Ich glaube nicht. So, dann haben wir da das nächste. Den nächsten Balken. Geronimo. Okay, das hätten wir auch. Easy going. Da hoch. Ey. Da hoch. Da hoch. Zack. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Lecker Arsch. So. Da können wir nicht dran. Okay. Ich könnte da runterrutschen. Ah. Seil am Pfosten. Vielleicht. Alles klar, machen wir das. Easy. Und abgeschmiert. Scheiße. Dann war wohl doch ein wenig zu leicht. Aber der hat die Hand da so rausgestreckt, deswegen habe ich gedacht, wir kriegen das Ding. Jetzt aber. Jetzt haben wir. Bin gespannt, was Sam. Jetzt freut er sich, ey. Okay. Yep. Hoch. Hoch. Was ist denn, wenn wir da jetzt hochklettern? Und jetzt? Da hoch? Oh. Können wir hier. Jo. Aber hier, ich glaube, das war der reguläre Weg.
Sieht man da irgendwo was blinzeln? Nicht wirklich. In der Hütte wäre, glaube ich, zu. Naja, da wäre zu auffällig gewesen. Jetzt hier über den Balken und Geronimo. Wow. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. So, hier hoch. Oh shit. Alter. Mich die Scheißdinger da immer so erschrecken müssen, ne? So, da hoch. Yep. So. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Ja, doch, die Aussicht ist schön, ne? Ja, kann man so sagen. Oh, man. Da geht's nicht mehr weiter. Dann müssen wir hier lang? Nee, doch nicht da lang. Hä? Mein tiefer Junge. Noch ein tiefer? So. So, und jetzt? Hoch. Macht er nicht? Hä? Müssen wir doch hier rum? Kann das sein? Nee, kann nicht sein. Hä? Wo müssen wir denn hier lang? Müssen wir da unten schon rum, oder was? Aber was hat das dann für einen Sinn gemacht, hier zu sein? Verstehe ich gerade nicht. Eigenartig. Den da annehmen, genau. Sehr schön, machst du das, Nate. Ich kann glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warten. Ja, auf jeden Fall müssen wir dann einen Piratenschatz diesmal finden. Im vierten Teil. Das ist auf jeden Fall mal interessant. Okay. So, wir gehen erstmal hier runter. Wo lang? Ups. Da hat die Treppe gefehlt. Piratenschatz, was ist das? Lesen? Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. Oh man. Ja, aber diesmal machen wir das so, ihr könnt ja pausieren und lesen. Ich werde das dann mal offline lesen, weil ich habe jetzt heute irgendwie nicht mehr so... nicht mehr so die Lust, hier so einen Roman zu lesen und so. Ich werde mir das mal bei Gelegenheit in Ruhe durchlesen. Achso, stand auf der anderen Seite auch noch irgendwie was? Drehen? Drehen? Geht nicht, okay. Alles klar. So. Dann gucken wir mal. Da waren wir schon. Da ist diese Notiz. Da ist nichts mehr. Was? Ah ne, da ist Staub oder so. Kann ich hier hochklettern? Ja. Aber ich war unten noch gar nicht fertig. Ich will erst noch nach unten. Boom. Als wenn der Nate so übel schwer wäre. Das ist ja gerade angehört. Was haben wir hier noch? Nichts. Okay. Okay, hier ist irgendwie nichts mehr. Hier liegt auch nichts in dem Dreck oder so. Gut, okay. Gehen wir mal hier hoch. Ich denke mal, unten haben wir jetzt alles erstmal. Was man so finden könnte. Oder auch nicht. Was haben wir hier? Viele Piraten hier wohl gestorben sind. Gar nichts, was muss ich machen? Ah, gucke mal. Ach so. Ich muss L1 gedrückt halten. So. Komm, zieh mal ran. Jawohl. Nice, nice. Ne, das ist ein Stück Holz. Ich dachte, da liegt so eine Statue oder sowas. Okay. Und jetzt können wir an den Balken. Zack. Und dann durch das Fenster. Geronimo. Nice. Zack. Ach so, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Im Ernst? Das ist ziemlich cool. Ja, voll cool. Übel geil hier. So an so einem
Türmchen hochzuklettern, ist schon geil. Also, muss man schon sagen. Kann ich darüber? Nein. Okay, dann zieh dich mal hoch hier, Nate. Oh Mann, Sam, verpasst dich, ja, voll. Also, ich bin ja eh nicht so der Fan von der Kletterei und so, aber auf geht's. Der verpasst hier schon was. Zelle. Zelle. Alles klar. So. Okay. Wo fange ich an? Hm? Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Ich glaube, das wird ein Rätsel. Moment mal. Sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Ja, ein Rätsel. Geil. Also, hat ja nicht lang gedauert. Umdrehen. Umdrehen. Ah, da ist die andere. Aha. Also dann. Umdrehen. Falten. Schon besser. Umdrehen. Okay, nix. Ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Aha. Schütze und Skorpion. Da ist der Schütze. Und da ist der Skorpion. Okay, also ich würde sagen, das ganze Gekritzel muss eine Bedeutung. Schütze, ja, X. Ich denke mal, das sind römische Zahlen. Die X steht für 10 und da für 2. Und hier sind auch über so Dinger reingekratzt. Römische Zahlen, dann gucken wir mal. Ich denke mal, wir müssen entweder die 2, na, 10 und 2, so rum war es, glaube ich, auch auf dem Brief. Erst Schütze, dann Skorpion. Sprich, das wäre eine 12. Schütze, 10 plus 2 sind 12. Dann schauen wir mal hier nach. Wo haben wir die 12? Da ist die 12. X und 2. Den bitte. Hallo? Den anderen? Nein. Come on. Den. 10, genau. Und 2. X und II. X und II. IIAA. Aha. Ein Versteck? Jetzt zack, ist die Hand ab. Nein. Oh. Sieh sich das einer an. Jesus. Es ist Jesus. Umdrehen. Umdrehen. Digna factis recipimus. Factis. Dignas factis. Alles klar. Das war's jetzt, oder was? Hm, das muss es sein. Dann mal zurück. Okay. Dann gehen wir mal zurück hier. Langsam aber sicher. Oder haben wir hier noch was gefunden? Können wir hier noch was finden? Können wir da noch mal reingreifen? Ist das ein Schatz? Nee. Okay. Gut, dann gehen wir mal zurück. Komm schon. Streng dich mal ein bisschen an, Nate. Ah, schön. Ich sollte aufpassen. Ja, wäre besser. Okay, aber hier können wir runterspringen wohl. Ja, scheiße dunkel hier. Können wir unseren Seil dranhauen und dann? Ah, gedrückt halten zum Abseilen. Und abwärts. Abwärts, Abfahrt. Ding. Jetzt. Loslassen. Was ist los? Oh shit. War das gut? War das. Okay, ich glaube, das war doch noch ganz gut. Boah. Da muss man ja richtig Reaktionen hier haben. Okay, jetzt wollen wir mal hier über den Balken. Komm on. Du bist ein lieber Balken, komm. Vorsicht. Wow. Entspann dich, Nate. Warum musst du so brennen, Alter? Bist du doof? So, hier lang und jetzt? Da dran springen oder was? Alles klar. Okay. Loslassen und darüber. Und Abfahrt. Und fesseln. Geil. Das kriegt Rafe niemals. Okay, haben wir das? So, Leute. Und hier machen wir jetzt erstmal einen Cut. Leute, das war's für diese Folge.
Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Und ja, ich will hoffen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, Leute.